Aber ich finde es sehr bemerkenswert, da ist noch einer lange verheiratet. Ich finde es bemerkenswert, diesen Unterschied. Nun, ich habe mich gefragt, woher kommt das? Es gibt für mich zumindest eine plausible Erklärung. Tschernobyl war bei uns natürlich etwas, was medial ganz anders thematisiert und damit jeden von uns erreicht hat, als in der ehemaligen DDR. Und möglicherweise ist das eine Erklärung, die sagt, warum reagieren wir anders. Und das Spannende ist, Fukushima ist das Thema und jetzt haben wir ein Thema, was kompliziert ist, bei der es wenig Informationen gibt. Jetzt komme ich so zum dritten Part, nämlich, dass mein Gefühl oft darin besteht, dass in dem Moment Medien anfangen, ihre eigenen Gesetze zu nehmen. Das heißt, in gewisser Weise geht es nicht mehr um die Information, sondern Medien selber haben auch noch Gesetze. Ich habe das selber erlebt, es kam plötzlich eine seltsame Sucht bei einigen Menschen nach Brennpunkten auf, weil irgendwelche Leute festgestellt haben, oh, das funktioniert ja gut, da haben wir tolle Quoten. Ja? Ich fand mich also plötzlich in der Situation, dass ich sagte, nein, ich mache keinen Brennpunkt, weil ich finde, das ist eine Alarmglocke und man kann nicht jeden Abend die Alarmglocke läuten. Also die Frage ist, gehorcht man den Gesetzen der Medien oder gehorcht man etwas anderes, anderen Gesetzen?